Die EU-Kommission ist entschlossen, die Rechte von Passagieren durchzusetzen. Gegen Griechenland und Italien leitete sie Disziplinarmaßnahmen ein, weil beide Länder ihren Airlines und Kreuzfahrtgesellschaften erlauben, Flug- und Schiffsgästen nur Gutscheine für ausgefallene Reisen anzubieten. Passagiere hätten aber ein Recht auf eine Bargeldrückerstattung. Das Vorgehen Griechenlands und Italiens sei ein Verstoß gegen eine entsprechende EU-Direktive, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Passagiere hätten eindeutig eine Wahl zwischen Cash und Gutscheinen. Athen und Rom haben nun 2 Monate Zeit, auf den schwarzen Brief aus Brüssel zu reagieren. Anschließend drohen ihnen Strafgelder. Auch 10 weitere EU-Staaten erhielten eine ähnliche Warnung, die sich allerdings auf Reiseveranstalter bezieht. Darunter sind auch Zypern, Frankreich und Portugal. Der Europäische Verbraucherschutzverband begrüßte das Vorgehen der Kommission. Es liege nun an den nationalen Regierungen sicherzustellen, dass Reisende korrekt entschädigt würden und die Tourismusbranche wieder Vertrauen genießen könne. Die Verbraucherschützer kündigten zudem an, die Reaktionen der Mitgliedstaaten genau verfolgen zu wollen.